Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir haben eine weitere Mod hier bei Star Wars Battlefront 2. Man sieht schon hier unten in der Auswahl, da ist was anders. Und zwar der gute alte Meister Yoda, sieht man hier, ist in seiner Lego-Form. Ja, Lego Star Wars, ein großes Ding. Können wir nächstes Jahr auch noch ein Spiel zu. Aber jetzt hier erstmal im Battlefront und der läuft sogar so richtig cool. Ja, nach diesem ganzen Minecraft-Kram, den es jetzt auch mal gab bei den Mods, das habe ich auch vorgestellt, wo dann Yoda so eine Spitzhacke hatte oder Count Dooku das Minecraft-Schwert und sowas, haben sie jetzt hier tatsächlich Lego-Modelle drin. Beziehungsweise das erste davon ist halt der gute Meister Yoda. Der gute Meister Yoda in seiner Lego-Form. Und das, ich finde das so witzig irgendwie. Ich finde es so witzig, dass sie den einfach hier so reingebracht haben. Sieht natürlich von den Animationen ein bisschen komisch aus. Der hält sein Schwert ganz merkwürdig. Vielleicht kann ich das nochmal hier irgendwie so ein bisschen... Das sieht doch, das sieht, glaube ich, besser aus. Na gut, das Bein sieht komisch aus. Aber auf jeden Fall... Ja gut, nee, das sieht auch nicht besser aus. Aber jetzt vielleicht... So halbwegs, ne? Also man sieht auf jeden Fall, es ist seine Lego-Form. Die Animationen, die spacken leider so ein bisschen rum. Oh, kann ich mich jetzt gar nicht mehr bewegen? Doch, jetzt. Vielleicht so im Laufen. Nee, da wechselt er einfach schnell die Hände hoch. Aber er sieht verdammt witzig aus. Er sieht verdammt witzig aus, Lego Star Wars. Was haltet ihr davon? Freut ihr euch auf das nächste Spiel, was natürlich rauskommen wird? Das Lichtschwert sieht natürlich jetzt leider so ein bisschen, ja, plastikmäßig aus. Und leuchtet gar nicht mehr. Aber irgendwo witzig ist es auf jeden Fall. Richtig, richtig cool getroffen. Wie gesagt, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich finde die Idee einfach so witzig. Ich hoffe, es kommen noch mehr solcher Lego-Mods raus, dass man dann mit so einem Lego Darth Vader kämpft und vielleicht auch einfach alles mit Lego ersetzen würde, also alle normalen Einheiten. Das fände ich auch witzig, so Lego Stormtrooper und Lego Rebellen und Lego Luke Skywalker und Han Solo und Chewbacca. Das wäre einfach richtig, richtig witzig. Natürlich wird das schwierig wegen der Körpergröße. Bei Yoda passt es, glaube ich, am besten, weil der von der, wie der immer so komisch rutscht, wenn er hier dasht, sieht der richtig cool aus. Weil Yoda natürlich von der Körpergröße auch recht klein ist. Das kann er auch, das kann er auch. Naja, das kann er alles. Kann alle Fähigkeiten machen. Das sieht richtig, richtig witzig aus. Also mir gefällt es auf jeden Fall total. Was sagt ihr denn zum guten alten Lego Meister Yoda? Jetzt haben wir vielleicht ein ganz gutes Bild. Naja, jetzt sieht man ihn noch ganz gut eigentlich. Was sagt ihr zu dem guten Mann? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hättet ihr gerne solche Mods mehr gesehen? Also, dass die noch mehr solcher Lego-Figuren umsetzen? Ich fände es auf jeden Fall sehr witzig. Natürlich, absolute Quatsch-Mod kommt so nicht ins Spiel. Aber witzig ist es alle Male. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das war's mit der Vorstellung der Meister Yoda Lego Mod. Und damit war's das. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.